hast dir den Weg gemerkt, wie du wieder zurückkommst. Ihr könnt mich nicht zurücklassen hier. Ich hab Schluss gemacht, offiziell. Jeder soll's wissen. Ich bin frei. Ja. Seine Schwester ist die Mutter seiner Kinder. Ja, ein Kind. Also hast du eine Schwester gemacht. Ja, regt euch doch mal ab, ihr Hund. Das bleibt unter uns, das erzählt ihr keinem hier. Ich hab den Brünetten genossen. Wir kennen uns doch, oder nicht? Nee. Natürlich kenne ich dich. Wo bist du? Hä? Ich hab keinen Lack gesoffen. Hast du Lack gesoffen? Ja, gib mir auch einen Schluck. Wer bin ich denn? Ich kenn doch die Stimme, Junge, vom Hugo. Hugo? Komm, vergiss es, vielleicht verwechsel ich dich doch, Junge. Ich bin Amaru. Ja, das kenne ich doch, oder nicht? Bist du auf eine steuerbefreite Insel vorher gelebt? Nee. Gut, dann bist du es nicht. Und du bist wer? Ich bin der Zirkusdirektor, Junge. Zirkus Bailey, der Wanderzirkus. Ich bin der Direktor, sieht man doch. Ehrlich? Ja, Löwen, Tiger, alles in der Manege. Elefanten haben wir. Und die Frau ohne Beine, die kommt reingekrochen. Ehrlich? Ja, natürlich. Bei uns erlebst du richtige Wunder. Komm vorbei. Kann ich da arbeiten? Ich suche Arbeit. Was dazu? Dann führ was vor, ich gucke. Okay, ich komm mit meinem Freund, ja? Der holt mich jetzt. Wieso kommst du mit deinem Freund? Du sollst jetzt einen Trick machen. Buck Feuer! Ich mach Platz! Jetzt. Schon wieder an, das gibt's doch nicht. So? Ist okay, oder? Ich überlege gerade, wie wir das präsentieren. Also was? Was soll das sein? Ja, aber das ist nicht schlecht, der Schlangenmann. Ja, das ist... Ja, das ist gut! Wie weit kriegst du die Beine zum Spagat? Noch weiter. Das war nicht schlecht, Junge. Oh, was ist das denn? Wunderbar, Junge. Wir nehmen dich mit. Ja? Yeah? Natürlich nehme ich dich mit. Du bist erstmal, das ist nicht so schnell mit dem, erstmal bist du für Zelt aufbauen und ausmisten da, für die Elefanten. Ja, alles gut. Ich mache auch Kacke weg von Tieren und so. Schön Kacke weg, brauchen wir immer, Junge. Gibt auch schön. Gucken wir, was die Kasse abfällt. Ja. 1,50 € die Stunde. Das ist so beim Zirkusgeschäft. Ist das so, ja? Ja, das läuft momentan nicht so gut. Okay. Wegen die Peta. Tiere im Zirkus kommt nicht mehr so gut an. Echt nicht? Ja, weil ich einen Elefanten auf 2x2 Meter stelle. Das reicht doch, oder nicht? Echt? Ja, das muss doch. Ja, der darf doch ab und zu auch mal raus aus dem Wagen. Das passt, ne? Beschweren sich die Leute, wollen kein Geld mehr geben. Ja. Darf ich ein Foto mit dir machen? Komm. Als Erinnerung. Ich schicke das mal meinem Freund Ursus. Schick dein Foto, schön lächeln. Wunderbar. So, okay. Wann gehen wir zum Zirkus? Hier, ich muss anpacken mit Zelt aufbauen. Jalla, komm, raus. Ich hab nicht sie, kein Auto, kein nichts. So, pass auf, kommt und holt uns hier. Was? Wunderbar. Oh nein, nicht dein Ernst. Wunderbar. Zirkus, wir müssen los, Jungs. Ich mach den Zirkus jetzt auf. Ciao. Ciao. Wir müssen zum Zirkus. Du gehst nach hinten. Das ist der Zirkusdirektor. Hab ich gerade kennengelernt. Ich bin durch das Tür geflogen. Das war crazy. Ein bisschen Dings. Wo ist denn der Zirkus? Weiß ich doch nicht. Ich hab doch nur Spaß gemacht. Es gibt keinen. Wie? Das ist eine Traumvorstellung. Jetzt spiel nicht mit meinen Gefühlen. Bleib stehen, ich hatte Hoffnung, dass ich jetzt Zirkus... Ich hab noch keins! Frag mal aus der Brücke. Frag mal aus. Was wollt ihr denn jetzt machen mit mir? Ich hab doch nur Spaß, ich hab gedacht, das ist mein Traum! Du hast mir Hoffnung gegeben, dass ich jetzt Zirkus arbeite. Das ist mein Traum und ich will das aufbauen. Aber du, hab ich gut gemacht oder nicht? Ich bin Experten. Ich hab uns Hoffnung gemacht, ehrlich, ich kann Zirkus arbeiten. Tut mir leid, aber das ist doch mein Traum. Hallo, einmal du, nicht springen. Nicht runterspringen, hey, Kakadu! Kakadu! Mach das nicht! Verdammte Kacke, ich kauf ein Zelt beim Decathlon für den 30er, da kannst du dich reinlegen. Bleib doch entspannt. Trinke nicht. Lohnt sich, verstehst du? Ja, das lohnt sich noch. Ich wurde auch bei der Polizei gekündigt und noch bin ich hier. Kakadu, okay. Verdammt. Kakadu. Was, Kakadu? Kakadu, wer bist du denn? Jetzt komm ich. Ja, alles gut. Aus welchem Knast bist du denn ausgebrochen? Hallo? Okay. Wer bist du? Hallo, ein Unbekannter. Warum machst du Jungs, ihr fahrt vor, ich komm gleich mit Motorrad nach. Okay, wohin? Fahrt! Oh. Kakadu! Oh. Every time the same game! Every time the fucking same game! Das ist Muss! Ich komm gleich mit Motorrad nach! Wunderbar. Wunderbar, Jungs. Super gemacht, hat er verdient, sag ich dir so, wie es ist. Fahrt mal vor zum Würfelbar, gucken. Okay, alles klar. Let's go. Fahr vor, Kakadu. Hä? Oha. Warum?
Was ist denn hier los? Sie sind für unseren Zirkus so geeignet gewesen. Die erste Aliens im Wanderzirkus, Bailey. Ach, wollen Sie denn auch Hoffnung machen? Ja, jetzt, wenn ich die so liege. Komm, lass uns die mitnehmen. An Fäden binden, du bedienst sie von oben, hä? Komm. Okay. Wie können wir die einsammeln? Die also nehmen wir mit. Ich finde, das ist schon ein bisschen krank, was Sie mit bewusstlos machen. Ach, überhaupt nicht. Die ist doch nicht bewusstlos. Die hängen wir an die Fäden ran. Bubentheater, Kasperle. Ist das nicht eine Fliege? Business! Also, der Typ hier unten erinnert mich an eine Fliege. Ist das ein echtes Alien? Weiß ich nicht. Glauben Sie? Ich weiß es nicht. Ist das Norbert? Norbert! Warte, was? Papa? Natürlich. Wie siehst du denn aus? Ich bin der Zirkusdirektor. Der Stimmt Zirkusdirektor? Nicht. Ja. Nein. Im Raum. Ich kenn sie ja schon. Nein, der macht ja auch nur Hoffnung. Warum liegen da verdammte Außerirdischen vom Boden? Die haben sich mit uns angelegt und haben wir die ausgenockt. Sind das echte? Naja. Ey, mein Motorrad! Ey, mein Motorrad! Ja! Warum klaut ihr das, ihr Penner? Was machst du, Junge? Ey, das ist mein Motorrad! Mein Motorrad! Mein! Motorrad, was soll das? Da liegt deins! Das ist meins, du hast deins vorne dran! Theo, komm rein, geh hol mal. Das ist mein Motorrad. Geh hol mal uns. Nimm das, ich will das. Ah, das ist Norbert, nimm das nicht. Ja. Komm her! Hä? Sie ist die Auserwählte. Was ist das, das Auserwählte? Sie ist Wonder Woman. Hä? Ich glaube, ihr Motorrad ist schneller als mein Auto. Mein Motorrad, ich glaube. Sagen wir ein bisschen Musik hören? Guck mal, der hat Unfall gebaut. Frauen am Steuer, ungeheuer. Wunderbar. Ich habe lange gespart dafür. Das. Ui. Norbert geht's ja gar nicht gut. Wunderbar. Mich im Arsch lecken. Hast du einen Viersitzer oder so? Komm hinten rein. Wo willst Nein, du hin? Kann sie nicht. Ich steig in das rote Auto, das sind von mir die Lakaien. Hinten rein. Aussteigen. Was, wenn ich aussteigen? Nee. Das ist mein Sohn, lass den doch gut fahren. Lass mich doch fahren, du kannst doch mit rein. Fahren? Du hast doch gerade einen Unfall gebaut. Geh nach hinten. Ja, okay, steig ein, Lucy. Geh nach hinten, hinten liegt die Sitzschale. Okay, ihr fahrt vor, ich fahre hinterher, wo wir fahren, was mein Sohn sagt. Der Sohn gibt die Anweisung. Kann ich das auch parken? Kann ich das dann? Hört nicht mich. Jungs, da ihr seid die Besten. Findest du mein Outfit? Ich finde deine... Das Cookie-Outfit und unten diese bunte Hose. Und die Brille. Zirkus steht immer noch, oder? Die Brille finde ich super, der Rest kacke. Wie? Das finde ich Scheißbrille, Mann. Brille ist gut. Okay. Und das Rucksack, was du tragst, ist auch für Frauen, MCDM, Junge. Nee, das ist für Männer. Ja, weil irgendein David Beckham gesagt hat, das müssen jetzt auch Mann tragen. Du machst es mit. Wir gehen. Ich schubse dich ins Wasser. Bitte nicht, Karisch, Ah, ich dachte, das sollte Spaß sein! Ich hab schon gelernt! Oh, schön, Gott sei Dank. Ich wollte doch mal auch mal reinschossen für Spaß. Verdammt, das wusste ich nicht, dass du nicht schwimmst. Ja, ich hatte da schon so zwei Pannen mit Norbi. Das ist auch nicht so einfach, das Schwimmen, ja? Ja, doch, sie haben es mir beigebracht, irgendwie. Er hat wer Bargeld von euch? 7200 Euro. 4000. Ja, dann gib mir mal ein bisschen. Ich geb dir das. Ich geb dir 5000, komm. Ab. Wow. Komm mir ab zu heulen, ist doch klar. Du fährst bei Norbi mit. Ja, klar. Weil ich fahre allein wegen Übergewicht. Oh, sieht man ihn gar nicht an. Echt? Nee, hat sich gut verteilt. Stehst du auf Dicke? Ich hab da keinen Typ Mann. Ich lieb den Menschen für den Menschen. Ja? Ja. Schön blöd. Ja. Hey! Wunderbar, ich kann das schon. Lucy? Ja. Wop! Oh. Ey! Oh mein. Ja, super, du hast wirklich Spaß. Ja, wirklich hat super Spaß. Verdammt! Ist der blöd? Aber was ist dein scheiß Problem? Nein. Ich glaube, er hat es nicht gemeint. Was ist dein Problem? Ich hab das auszusehen hoch. Oh, Moment, bleib mal drauf, ja? Ich muss das. Ich schub's das runter. Wie komm ich denn runter? Das ist hier hochgeflogen. Ja, oh! Wunderbar! Perfekt. Ja! Ja! Spaß! Spaß! Wow! Nicht gesehen, ey! Hast du die geile Taste? Ey! Warum nimmst du hier die Boje mit? Rechts, gleich rechts! Wir werden sterben. Rechts, die Küste runter, rechts. Okay,
Warum bin ich langsamer, als wenn die zwei fahren drauf? Kann nicht sein. Kann man nicht. Oh! Ja! Ich bin fast nicht mal mit dem gefahren. Dingen sind da im Wasser angefahren. Überwältige meinen Sohn und hol das Jetski. Los. Was? Was? Ich kann das nicht machen, Sir. Das ist doch Ihr Sohn. Mach das jetzt, das ist egal. Familie ist Familie. Nächste Weihnachten ist wieder alles gut. Oh. Okay. Wenn der Zirkusdirektor das sagt, ich brauche meinen Platz als Clown. Unfähig, auch noch. Eigentlich sollten Sie mich kennen. Ich habe Sie mal festgenommen in meiner Polizeizeit. Oh. Schande. Sir, Polizeizeit ist doch schon vorbei. Ich wurde gekündigt. Gott sei Dank, Junge. Warum? Hast du Google-Schreiber geklaut, oder was? Ja, so in der Art. Ich hatte zu viele Beschwerden. Ich war einfach zu lustig, verstehen Sie? Mach mal einen Witz! Treffen sich zwei Jäger, beide tot. Aua. Ja, doch lustig. Das ist doch nicht witzig, Junge. Witzig ist einen Dicken fahren lassen. Das ist lustig. Oh, was ist das? Kakadu! 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 Steh auf! Wunderbar, du bist noch da! Ich glaube, das Auto hier wird offen sein. Der Audi? Natürlich. So. Ah, kaputt. Taxi, wow! Oh, Kurva, steig ein! Wer ist das denn? Steig ein, Kurva. Frag nicht so dumm, steig ein. Steig. Ich hab aber zwei Mann noch. Wer ist das? Wer denn? Wer ist das? Na, wer ist das? Amado. Wer ist das, zwei Mann? Der bin ich! Was ist hier los? Was hast du mit meiner Frau hier gemacht? Wer bist du? Grüß dich, mein Lieber. Ich bin Lutzek. Wer bist du? Wo ist der Affe? Wer? Die ist weggefahren vor ein kurzer Zeit. Ja, der ist nicht mehr da, der kommt nicht mehr. Und jetzt schmeißt du dich direkt an dem Nächsten, oder was, Lutschmitschka? Nein, wir haben noch bei Wort zu reden, du und ich. Was, wir warten zum Reden? Ja, siehst du, siehst du. Wie wir besprochen haben. Wie heißt du denn? Super. Wie heißt sich Lutschmitschka? Die andere, dein Neue. Das ist nicht mein Neuer, ich bin Lutzek. Natürlich bin ich der Neue. Hab dich nicht, sag ihm das. Der macht doch eh nicht so wie er. Ich bin verheiratet bei Locke. Willst du mich verarschen? Ach so, Locke, ne? Gestern war noch ein anderer drauf und ich. Und heute du. No, wir reden jetzt mal Klartext. Wer ist diese Schlampe mit roten Haaren, das mich die ganze Zeit verfolgt? Hä? Ja? Die sagt so irgendwie, die ist mit dich Beziehung und so. Das war vor lange Jahre, ja. No, die hat gesagt, die ist bei dich Beziehung. Ihr seid Partnerschaft mit Ring. Ach, die lügt doch, guck mich doch. Ich weiß nicht, wenn ich glauben soll. Das ist Verarschung, was ich mit euch gemacht hab. Tessi! Also ganz ehrlich, Verarschung. Hier. Oh, die Ram, wo ist die? Lutzek, fahr, ja, ruf die mal, ruf die. Ich will aus ihrem Mund hören, dass ihr Schluss habt. Ich bin mit dir in keine Beziehung. Ich hab nur Augen für dich und den Affen. Okay, hol dein Handy, schreib die SMS bei Schluss machen. Bei wem? Wie bei wem? Bei das Frau mit rot Haar. Ich hab das Nummer nicht. Dann hab ich doch gelöscht. Aha, ich glaub nicht so ganz. Ja, wenn ich dir das sage, Junge. Schatz, guck mal, ob du ein Segelboot siehst in die Wasser. Segelboot bei Wasser. Guck mal, du reagierst auf Schatz. Also, dann mach doch nicht mit anderen hier rum. Ich hab nicht mit anderen rumgemacht. Du bist mit das Rothaarige. Mit dieser Fuchs. Ich bin nicht mit. Frag meinen Sohn, das kommt jetzt. Mit Segelboot. Du bist mit das Fuchs zusammen. Ich bin nicht mit das Fuchs zusammen. Zurückgelassen hatten? Ja, doch, genau da bin ich. Genau da. Okay, 10 Sekunden. 10 Sekunden, bis gleich. Guck mal, das gehört mir, dass du das siehst, jetzt, was ich für einen verdammten Fuhrpark besitze, Frau. Das Segelboot gehört dich? Natürlich. Ich sehe keiner, siehst du? Kommst hier mit so einem popligen Fahrschulauto wie Taxi. Schäm dich. Hör mal. Erst guck mal links. Das ist mein Schiff. Das Schiff heißt Gin Dobre. Gin Dobre. Grüßt euch. Was ist das denn? Scheiße. Das ist nicht, nicht Lutschek. Hä? Ich bin nicht Lutschek. Guck mal, da kommt mein Boot. Hier! Oh mein Gott, wie geil. Natürlich. Was auf geht's, Matrosen. Komm, wir kommen alle drauf. Ja, hier rauf. Ah, bist du da? Warte auf meine Frau, warte auf meine Kokanje, die muss noch rauf. Komm schnell, Schätzchen. Das ist nicht deine Frau, Kokanje, ja, Junge. Was hast du denn, Mensch? Siehst du hier eine Kokosnuss rein? Schlumpf, setz dahin, halt die Backe. Die kann ja vorne tanzen, so wie in diesem Film. Ey, ich bin kein Schlampe, was? Ich bin bei dir nicht. Kann die anderen da tanzen. Ja, ich kann tanzen. Böse gemeint. Hä? Lass doch deine Frau ich tanze tanzen. Nicht. Nein, ich meine Frau ist keine Tänzerin. Meine Frau ist vernünftige. Ich bin auch kein Tänzerin. Wir haben Import-Export geschafft. Wunderbar. Import-Export, cool. Wo fahren wir, Junge? Wir müssen erstmal tanken. Ich wollte euch nicht so lange warten lassen. Kein Problem, wunderbar gemacht. Yeah. Like an awake on the watch when the waysa. Well, I'm on the way on the go when the baser. Kennt ihr das Lied? Ja.
Und jetzt alle! Nicht der Ach Hund. So, Theo, dein scheiß Sohn hat meinen Hund überfahren, ne? Was heißt hier mein scheiß Sohn? Ich hab den Hund nicht überfahren. Der andere, Kurva, sein richtiger Sohn, nicht Die du. Andere mit Orange-Klamotten hat meinen Hund überfahren. Sohn. Ja, und dann hat er es wahrscheinlich auch verdient, diese verdammte Drecksteule. Du mich die zahlen doch sowieso keine Steuern. Hör doch auf. Hör doch auf, was für Mitgefühl. Mein Sohn spielt mit dir. Mein Sohn ist kein Tierquäler. Der musste ihn wahrscheinlich erlösen. Schenke irgendwas. Was soll ich ihr denn schenken? Ja, Diamond Ring, du hast nichts bei Liebe. Hochzeit geschenkt. Bei Hochzeit haben wir geheiratet? Unsere Hochzeit kannst du, bist du eingeladen, Theo, okay. Von mir und mir. Okay, das war's mit uns beide. Nichts, das war gar nicht mit uns. Hey, kann einer von euch versuchen zu tanken? Bei mir klappt's irgendwie nicht. Guck mal, wie geht das? Ah, jetzt geht's alles. Guck mal, geht gar nicht hier. Gut. Wunderbar. Hoppa. Wow, Vorsicht. Was ist denn jetzt passiert? Da hat sich jemand den Kopf angehauen, das hab ich gehört. Wie ging das denn? Guck mal, was ich mache hier. Luzek, guck mal. Oh, nein! Ja, ja, nicht fahren, auf gar keinen Fall fahren. Was ist los? Ja. Oh. Was ist das auf? Ey! Ich komm nicht hoch! Komm raus, du Fahrer! Geht nicht! Hier! Absinn. Oh. Wir liegen ab, Matrosen. Einmal bitte alle einsteigen. Mhm. Und los! Norbert! Ja? Ist dein Vater noch mit deiner Mutter zusammen? Was ist denn jetzt los? Hallo? Was ist das denn? Hallo? Jetzt kommt ein Affe hier hoch. Was ist denn hier los? Hä? Hä? Wollt ihr auch erstmal hinkriegen, auf das Spiel zu kommen, oder? Piraten! Können uns am Arsch lecken! Die kommen ja noch nicht mal auf das Boot drauf. Guck mal, was für Idioten. Wo sind die denn, die Piraten? Fahr mal neben das Jetski. Fahr mal neben das Jetski. Ich will das Blaue. Ich hol das Jetski ab. Komm, Jungs, wir holen das Jetski ab. Komm, Jungs, wir holen das Jetski ab. Ah! Oh, die schießen auf uns. Norbert, die schießen auf uns! Wir werden alle sterben. Die schießen auf uns! Die kommen! Fahr! Nee, steig auf, du Vollidiot! Oh nein, oh nein, fahr! Die schießen auf uns! Die kommen! Die sollen kommen! Habt ihr eine Waffe dabei? Runter, leg dich hin! Spür mal, wo ich komm! Mach dich scheiß hin, du! Nein, stopp, bitte! Hol den runter vom Jetski! Ah! Leg dich hin, alle! Alle hinlegen! Leg dich hin! Ich hab eine Chihuahua zu Hause, bitte. Nein, bitte nicht abknallen. Hallo? Ich hab eine Chihuahua zu Hause, bitte. Ist das der Affe, von dem du gesprochen hast? Dein Kumpel oder was? Hol dir den Jetski! Jawohl! Oh nein, die schießen. Er soll das Jetski holen, er muss das Jetski holen. Jetski holen! Er muss das Jetski. Oh, dieser Vollidiot, er hat's nicht geschafft. Oh nein. Oh nein. Aha! Oh nein. Oh, runter! Oh nein! Runter! Verdammte Kacke! Wir müssen so tun, als wenn wir... Oh, verdammt! Ja, okay, ihr habt uns, alles gut, ihr habt ja, uns... Ja, na reicht doch jetzt! Was ist denn hier los? Das Miller einfach abgeknallt! Kümmer dich um deinen Sohn, der ist mit 200 km an eine Tankstelle gefahren, kriege ich SMS. Wir wollen gar nicht so weit, unser Erben... Hallo! Ey, du hier vorne! Ey! Ey! Du musst deine Strafe antreten. Mann, das musst du schneller klären, Luzek, Mann. Dann hätten wir weißt du warum? Welche Strafe? Dieser Maimon hinter mir. Maimonabi, okay? Der Affe meinst du da? Maimonabi. Sag es, Maimonabi. Meine Mona Lisa. Ja, hör mal zu, dieser Maimonabi, okay? Er möchte dir die Strafe verteilen. Welche Strafe? Von was? Weil du deine Schwester geschwängert hast. Ja, und was hat der Affe damit zu tun? Will der auch mal drüber, oder was? Du hast deine Schwester geschwängert? Von wem? Ein eigenes Geschick von, egal, sag ich jetzt nicht, aber er wurde trotzdem geschickt von jemandem. Ja, aber das ist doch in Holland erlaubt, da bumsen wir auch die Mütter! No, dein Vater hat uns geschickt. Na und? Dein Vater hat uns gesagt, hör zu, ihr müsst diesem Theo die Strafe geben. Was er mit meiner Tochter angetan hat, kann man nicht verzeihen. Dein Sohn hat ein Auge verloren, wenn wir den winken. Was hat denn mein Sohn gemacht? Ja, ein Auge verloren, Arschloch. Das macht doch nichts, dann machen wir ein Glasauge rein, ja und? Oh, Glasauge, na. Du musst die Strafe bekommen, Theo von Holland. Weil ich meine Schwester geschwängert habe in Holland. Ja, na klar. Ist
Das akzeptiere ich nicht, du tickst doch nicht richtig. Was ist denn das dem Affen sein Problem, Junge? Norbert, eins. Ah, was ist jetzt los? Warum sollen wir anhalten? Warum? Ah! Hör mal zu. Der Verlage. Du musst die Strafe antreten. Ich trete keine Strafe an, wir haben es doch gerne gemacht. Was hat denn der Affe für ein Problem mit meinem, Geschlechtsverkehr? Oh. Danke der Affe hat damit kein Problem. Der Affe hat damit ein Problem, ne? Dass er seinen Job ausführen muss. Haben wir uns verstanden? Wer hat ihn geschickt? Hat ihn ja. Mein Vater? Ja. Ja. Natürlich ist sie nicht zufrieden. Seit wann sind Gorillas so schlau? Seit wann schickt mein Vater einen Affe? Dieser Gorilla, der ist einzigartig. Okay, ein braunes Fell. Dieser Gorilla hört mich gerade nicht, er ist verrückt. Er macht jeden kaputt mit einer Backpfeife. Und was hat mein Vater gesagt? Was soll die Affe mit mir machen? Mein Vater hat gesagt, du musst mal diese, ne? Soll ich das ganz ehrlich sagen, Theo? Ja. Er hat gemeint, was er meiner Tochter angetan hat, tust du ihm an. Nein. Das heißt, du musst mit dem Affe schlafen. Ich was? Kann doch nicht vor allem mit dem Affen bumsen. Was denkst du, wo du herkommst, Mensch? Tickst du noch richtig? Ich finde das jetzt nicht so. Ich finde das jetzt nicht so. Ja, wenn der Affe mich bumst und ich den Nehmer bin, ja, dann ja. Ist das der Affe oder was? Das ist nicht. Das ist mein Murabe, nicht Affe. Affe, kannst du auch mal was dazu sagen? Willst du gebumst werden von mir? Ich habe einen Chihuahua zu Hause. Affe? Ein Affe. Mein Murabe. Ich glaube, er heißt Uga Bum Bum. Der Affe heißt Mona Lisa. Uga Bum Bum. Hey! Hey, Uga Bum Bum. Mach nicht, Uga. Affe, kannst du ein Geräusch machen, Affe? Bum Bum. Hör auf damit, Norbert, ich fick dich gleich. Uga Bum Bum. Uga Bum Bum. Gott, Norbert ist bei Wasser gefallen. Uga Bum Bum. Na komm, Affe, dann soll's so sein. Ich mach's gerne. Uga Bum Bum verliebt. Spiel mit, damit ich. Bist du verliebt in wem? Der ist gemein, genau damit. Warte, was so, dass du... Der Affe will die Frau, die soll er haben. Okay. Genau, nimm die Frau, Affe. Bist du zufrieden, wenn du mit Frau schläfst, Uga Uga? Uga Uga. Wunderbar. Mädchen, du musst das jetzt machen. Das ist Anja. Ich muss mit dem Affen schlafen? Natürlich. Ich habe sie von Bord. Der Affe ist doch schön, der hat ein bisschen paar Haare. Fetischisten wären dankbar. Er kommt eh in 2 Minuten, aber er hat große Schwanz, du musst aufpassen. Ich bin Jungfrau. Noch besser für dich, Affe. Das erste Mal muss ich immer. Davon distanziere ich mich. Jetzt schon. Junge Frau, Mensch. Wirklich, also. Ich will nicht so schlimm. Affe, dann nimm die doch, komm. Nicht. Aber sei doch froh. Jeder will ein Affenkuscheltier. Meine Kinder haben mit Affenkuscheltier gespielt. Kriegst du einen echten auch nicht gut. Was ist jetzt passiert? Norbert, bitte. Und ein Huga Huga fliegt. Wenn wir alle freundlich zueinander sind, ist es doch viel. Ich finde es wunderbar. Ja, ich finde es auch cool. Finde ich schön. Komm, Affe, setz dich zu mir. Erzähl Affe, mir. Was sprichst du unsere Sprache? Ah! Wow, ist ein Lutschek. Was denn hier? Bist du da? Ja. Wunderbar. Huga Huga. Go, Schnuss. Ich glaube, die Leute gefallen mir gerade. Woher kennst du das denn, Lutzek? Woher kennst du das, Lutzek? Das kannst du nicht. Ich kenne das. Hör auf, frag mich so dumme Frage. Der Affe will Ludmilla haben. Nein, der will diese andere, die noch bei Jungfrau ist. Lass. Ludmilla ist meine Perle. Affe, welche willst du haben? Affe, nimm doch die mit die lilanen Haare. Die ist auch hübsch. Ja, nimm lila Haare. Lila Haare. Nein, stopp. Komm, Junge, ist gut. Sandy, nimm doch die Sandy. Sandy, darf ich diese lila Haare bringen? Mann über Bord. Schmeiß den runter jetzt. Oh, scheiße. Wer denn? Guck mal, Affe hat sich beruhigt. Affe will niemanden mehr umbringen. Affe fliegt jetzt über die Affe glücklich. 1, 2, 3, ab. Oi, Affe fliegt nicht. Affe schwebt. Oh nein, jetzt ist Affe sauer. Affe sauer. Uga Bum Bum. Uga Bum Bum. Affe mit Waffe. Uga Bum Bum. Oh nein, Affe mit Waffe. Was ist da los, Chat, Alter? Was ist das? Was ist da los? Ich find's aber irgendwie geil. Affe, zeig mal mit Finger bei das. Affe muss es sein. Kann uns nicht was an. Nimm doch die Lilane da. Ah, nein, ich hab keine Titel. Hallo. Die hab ich auch. Wem? Mich? Papa, du sollst dich ausziehen. Nein, nicht ich, der meint nicht mich. Oh! Verdammte Kacke, Junge. Aha, hören wir jetzt das Ding um. Er sagt, ich muss mitmachen. Mein Sohn ist auf Malta geflogen, schreiben die? Ja, ich hab ihn vorhin noch gesehen. Der hat mit 200 in eine Tankstelle rein und hat geschrieben, so ein Feuerball. Ist das... Was ist denn jetzt los? Da ist der Affe ganz schnell weg. Wenn er merkt, Arbeit kommt, da ist er weg. Er kommt doch irgendwann zurück. So, ein Feuerball. Bumm! Der Affe kriegt, was er will, solange ich meinen Zirkus bekomme und der Affe bei mir auftritt. Sehr gute Geschäftsidee. Sie sind ein Business, Sie denken voran. Brauch den Affen. Affe, zeig uns mal einen Trick. Und hier, kennst du eine Lady and Gentlemen, kommt der Affe.
in die Manege! Let's go, meine Affe! Meine Damen und Herren, herzlich willkommen! Wow! Wow! Der Affe mit den Leuchtstäben! So ein Lass Müll! Ihn anfeuern. Affe, das reicht nicht! Uga, 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 kann den einer anzünden! Dass der brennt und rennt und dann ins Wasser! Das ist ein Trick! Wir fahren zum Titty Twisting, Junge! Der Affe kommt mit dir! Ich geh schon mal vor dahin, ja, bis gleich. Warum, wie gehst du vor, Junge? Ich muss da. Affe, ja, Affe überwollen. Wie vor? Affe, nee, Affe ist hier. Bleibst hier? Ja, nein, das geht nicht. Affe sind doch hier. Warum? Weil jetzt ganz kurz ich was machen muss. Hol den Affen bei Titi. Welchen Affen? Den Affen hier? Nein, der richtige Affe, Mann. Trainiert der? Verdammte Kacke, jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Junge, du sollst Affe abholen bei Titi Twister. Hey, ja, dann hör den Auto ab. Fahr weiter, kein Problem. Lutsch mir, mein Engel. Hast du gesagt, was Uga, gesagt? Bum bum. Das ist meine Frau, das ist ihr Spitzname. Wir können in die Kanalisation fahren. Lutsch mir, Lutsch Miller. Ah, okay. Warte mal, ist nicht gerade Dings irgendwer ins Wasser gesprungen? Das passt schon. Okay. Doch die Lutschek, oder? Ja, der geht, wir holen den Affen ab, der muss was machen. Du kannst doch den Affen nicht das Boot fahren lassen, tickst du richtig? Da mach tickst du, Affe! Okay, mein Mona, bekommen. Oh nein. Wie sieht denn der Affe, aber der Affe ist schon auch eine... Scheiße, mein Mona, geht los. Der Affe ist ein Hübscher. Guckt ihn euch mal genau an. Oha! Boah, der kann das! Ey! Oha! Was ist jetzt passiert? Da sind wir auf jeden Fall schneller da. Das stimmt. Das ist der echte Affe. Ey! Ey! Vergesst mich nicht! Ich lieg sicher. Halt dich an mir fest. Lieg ich sicher? Oh nein, oh nein. Huga, Huga, sterben! Huga, Huga, nein, sterben! Ja, ja, mach. Das klappt nicht, Affe. Affe, Affe, wir werden sterben. Nein, das, hey! Ja. Hä? Affe ist ein Zauberer. Wo ist er? Oh mein passiert. Gott. Wo sind die? Okay. Was ist denn jetzt los? Jetzt hier? Mach ich mal, komm. Uga, Uga. Du kannst gar nichts, Affe. Was ist das denn? Uga, Uga. Das kriegen wir hin. Nee, nee, das kriegen wir hin. Klappt das kannst du doch. Mit einer Menge Fantasie. Ey! Mit einer Menge Fantasie. Ey! Mit einer Menge Fantasie. Uga! Du musst dran glauben. Uga, bum, bum. Bin ich? Wo bin ich? Uga. Wo bin ich? Steh auf! Oh, verdammte Kacke! Naja, ich hatte meine Berechnungen waren eigentlich alle korrekt. Der hat auch nur zwei, hat er nur zwei Schneidezähne? Nee, er hat mehr zwei Schneidezähne. Einmal lächeln für uns, Affe? Sag mal, der geht doch täglich ins Gym, so wie der aussieht. Ich finde den Gym. Kannst du lächeln, Affe? Oh. Oh. Komm, wir gehen. Ja, ja, ich denke, wir gehen. Was machen die hier? Ja, also, da guck ich nicht hin. Was ist das denn hier? Vielleicht. Oh. Wow! Oh. Der hat einen Bus geschissen! Wow! Der Affe hat einen Bus geschissen! Das kann der Affe eigentlich nicht. Das gibt's doch nicht. Ich meine, wenn das in seinem Arsch war, dann. Der Affe hat einen Bus gekackt. Anschnallen, bitte. Letzte Station. Wow! Downtown. Da ist er doch dahinter, oder nicht? Da ist sie doch. Da. Ah. Nicht anfallen. Ey! Kurve. Oh Gott sei Dank. Junge, Junge, du rennst vor das Bus! Einfach vor das Bus gerannt! Du kannst mich doch nicht einfach. Ach komm, Junge! Dann pass auf! Hier ein Kind. Das hat wehgetan! Verdammte Loserkind! Nur Heulsusen gezeugt! Ey, was ist denn hier los? Kommt ein Bus angefahren, wie jeden Tag. Willkommen, bitte alle aussteigen. Hi. Schönen Ausflug machen wir. Unsere Rentnergruppe zeigen wir heute das Triplokal. Woher, was geht hier? Grüßt euch! Hier ist einfach Bigfoot, Alter. Das ist Uga Uga. Oh, Uga, 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 das Uga, ist der echte Affe, Jungs. Reißt euch zusammen. Ich will Party machen, sagt er. Machst Affe du heute Party? Ich mach heute Party. Machst Wo du ist heute der Party? Andere Affe? Was wollt ihr? Oh, Theo, Mann, ich bin's. Affe, komm rein. Ey, und ich bin's. Ich bin der Bunte. Das geht die jetzt, Bunte, Mann. Ja, kenn ich noch. Das Arschloch. Ich hab dich vermisst, Daddy. Sorry. Affe! Affe! Dreh dich um! Der echte Affe ist in der Stadt. Ein echter Affe jetzt. Versteht ihr euch? Uga, Uga, bum, bum. Uga, Uga. Oh. Oh, die treffen einander. Guck mal, die kennen sich noch. Schön. Seid ihr von einem Wurf? Ich glaube, ich kenne die kennen sich. Guck mal. Guck mal, die gehen klettern. Guck mal, wie süß. Die paaren sich. Wie süß. Ich dachte, das wäre mein Mann. Was für Paaren mit Affe? Das ist möglich. Guckt zu, dass ihr braucht da kein Discovery Channel. Guckt die Affen zu, die echten. Hey! Oh nein. Uga, Uga, bum, bum. Hast du den Affen gekillt? Es gibt nur einen Mann hier in der Stadt und das ist er, sagt er. Was? Ich glaube, der hat gesagt, leg dich hin, ich komm drauf. Das ist. Du hast du den Halbaffen getötet? Oder Uga, Uga, bum, bum.
So geht das nicht. Du kannst nicht einfach Menschen umbringen. Lebt die noch? Uga. Affe, steh auf! Baby, steh auf. Baby bin ich auch noch. Hast du immer noch einen? Ja, okay, Baby. Schilf, Uga, der ist los in K.O. geschlagen. Die ist Uga. Du kannst nicht kraften, Schatz. Du musst ein bisschen aufpassen. Mach doch keinen Scheiß. Affe, Junge, du hast den Affen, Menschenaffen ertötet. Alles gut, geh weg. Hilf mir, warte. Ich mach Mund zu Mund, warte. Aber Jungs, auch noch Arzt. Für das, was in der Natur passiert, können die Tiere nichts. Das ist Natur. Der Affe ist tot, hochlebe der Affe. Das ist Naturschauspiel, das ist normal. Wir müssen das akzeptieren. Oh mein Gott. Die lebt wieder. Oh mein Gott. Der Ritter. Oh nein, die lebt wieder. Oh nein, er ist ganz verrückt. Ich will klettern. Er ist ganz verrückt. Affe, ist alles okay? Er will sich umbringen. Der Kreislauf des Lebens. Sie ist doch wieder aufgestanden. Neuer Kreislauf beginnt. Komm, pass auf, die Affen wollen uns zeigen, was die können. Wie schön. Die gehen immer nach oben. Wie schön unsere Natur ist. Da oben ist ein Paarungsritual. Wenn die jetzt jemanden angreifen müssen, wir das auch nicht. Der hat Pistole, der hat Pistole. Die paaren sich, geh da weg. Oh, scheiße, der Bunte. Oh nein, der Bunte. Was ist hier? Uiuiui, Waffe mit Waffe. Was ist jetzt? Hey! Uiuiuiuiui. Oh nein, der Bunte. Ah, rennt weg von den Affen! Die Affen drehen durch! Ey, Jungs, schieß hier bitte nicht auf den Gelände rum. Bitte. Junge, wie willst du das Tieren erklären? Wie willst du das sind echte Tiere. Das ist Natur. Ich kann deren Sprache. Das ist Naturschauspiel. Ich kann deren Sprache. Dann sprech mal. Nein. Oga. Oh nein. Ich glaube, das war die falsche Sprache. Jungs, haut ab, die Affen sind frei! Ich glaube, sie werden verrückt. Ich glaube, die wollen sich rächen, weil wir Menschen Experimente an sie durchgeführt haben. Was ist denn dein Problem, Affe? Du kannst doch nochmal Deutsch. Verdammte Scheiße, was war denn hier los, Mann? Uga, bum, bum. Ach du Kacke. Immer wenn du hungrig bist, bist du zum Affen, Mann. Ich glaube, der hat meinen Urinstinkt geweckt, Mann. Der hat meinen Urinstinkt geweckt, glaube ich. Oder immer wenn du hungrig bist, bist du zum Affen. Was sag ich denn auf? Was ist denn hier passiert, Mann? Kann ich das auch? Uga, bum, bum. Keine Ahnung, Mann. Uga! Uga, bum, bum. Arschloch. Was für ein... Hey, warum? Oh mein Gott. Oh nein! Weil dieser Wichser hat meinen Mund ab. Du denkst ja Wichser, Norbert. Alle auf diese mit Maske. Mit Maske drauf. Oh nein. Alter, ah. Hilf. Nein, weg. Ah. Pass auf die Holzmaschine. Die werden verrückt, bitte. Wir sind doch eine Was Familie. Was ist denn jetzt los hier? Peace and love. Theo, kennst du Mike noch? Mike ist für dich gestorben. Kenn ich nicht. Im Kampf? Mike ist für dich gestorben? Ist das sein Nachname? Hier. Yeah. Ich bin Mike. Mike das ist für Mike. Mich. Wann bist du denn für mich gestorben? Er hat gekämpft für dich. Okay, Alhamdulillah, ich befreie dich von allen Sünden. Okay, gut, wunderbar. Ah, der Affe ist noch da. Was Affe, guck mal, da draußen sind ein paar Opfer. Zum Fressen. Beruhigt euch. Auseinander. Da, guck mal, ein echter Affe. Einen darfst du dir aussuchen, Affe. Ich bin schreit. Zum Essen. Hurra, Bom-Bom. Hurra, Bom-Bom. Hol dir einen. Hey. Mike, Papa, ich geh schlafen, ja? Warum? Ich bin schon lange wach. Ja, verstehe ich. Ich geh auch gleich. Gute Nacht, Leute. Ich hab euch alle lieb. Was ist denn hier los schon wieder? Gute Nacht, du Gabum. Ich weiß das nicht, aber alle fragen sich. Hey, was ist denn auf einmal die ganzen Leute? Hey! Was ist hier los, Affe? Bitte Pistole in Tasche wieder. Ich weiß nicht, der mit der Sturmhaube hat irgendein Problem. Und mach den doch weg, Kokosnuss. Bitte beruhigt euch. Mach doch die Kokosnuss und gut ist. Alles wird gut, okay? Alle auf den mit Maske. Alles gut jetzt? Jetzt sind drei mit Maske hier. Beruhig dich. Ich glaube, am Reich, ich habe keinen Bock mehr auf diese Funke. Okay. Darf ich mal dein Fell anfassen? Uga. Nein, mach das nicht, der schlägt dich. Uga zu Dienst, okay, dann mach ich das. Ich will deine Sprache lernen. Irgendwie auch Hinterkopfschmerzen gerade, Digga. Der hat eine Kraft wie sonst keiner. Was heißt ja? Ja, ist halt ein Gorilla, ne? Uga. Ja. Was heißt nein? Uga. Was heißt doch? Das macht Sinn. Uga. Was heißt Arschlock? Uga. Uga. Was heißt Amnakuim? Uga. Gut, dann haben wir die Standardsätze, die wir brauchen, drauf, oder nicht? Wir wollten noch mal kurz reden. Ludmilla. Ja, ich muss dich was sagen, Theo. Also, ich muss das so sagen, ja? Also ich kann nicht mit dir heiratet sein, weil die Locke nimmt die Besitz bei sich allein in Anspruch. Jetzt macht das unter euch aus. Arschlecke, der geht hier rein in das Abstellkammer und fertig! Der übrig bleibt mein Mann.
krieg dir jetzt eine in die Schnauze rein. Ja, das schlägt deine eigene Frau um. Bleib ruhig, was los hier? Die kämpfen um mich. Der übrig bleibt, bleibt, ist mein Mann. Oh, alle kämpfen! Ui, oh, scheiße. Oh nein, beruhigt euch. Also der übrig bleibt, ist mein Mann. Aua! Kämpfe um die Frau, Junge. Gib dem auf und eine drauf. Junge, du gehst mit der Frau. Warum die gemischt, du? Theo, du hast gewonnen. Ja! Bitte, stopp. Schmitschka, ich will aber nur... Theo, ich hab dir geholfen, lass teile. Ich ärger? Was ist das denn? Affe, stopp. Bleib hier, Affe, alles gut. Ich schenk dir das, Frau. Ich wollte doch nur helfen. Was ist das? Der Affe ist richtig sauer geworden. Ich wollte doch nur helfen. Hier ist richtig miese Stimmung, Affe. Seit du da bist, der Haarige. Was denn? Oga Bombo. Warte noch nicht gehen, Affe, nein, bitte bleib. Oga Bombo. Sei wo ist jetzt traurig. Die Locke? Bei uns Menschen ist das so. Bei euch Affen ist es schöner. Ihr scheißt schön von der Stange. Ihr holt euch schön die Läuse aus dem Schritt. Ja, du aber auch. Und ihr lacht und fresst. Bei uns Menschen alle dumm. Nur Hass und Krieg. Alle dumm. Du bist ein richtiger Affe. Genieß das so. Aber nichts damit zu tun. Du bist schön, wie du bist. Ah, da bist du da. Oga. Ja, natürlich. Aber es stinkt die Drecksau. Wo kommt der überhaupt her, Mann? Wo ist denn der Affe? Ich will. Komm wieder. Ey! Was ist hier? Was ist denn das Problem jetzt? Was ist denn das für ein Affe? Wo kommt es soll her? Deine Frau sein, du Heususe. Nimm sie doch. Aber zeig mal, schon knackigen Arsch. Dreh dich mal um. Dreh dich mal um. Was hat... Oh, guck mal die Bank. Jawohl. Ja. Affe, du musst auch nicht. Nee, nee, dann distanziere ich mich. Nein, nein. Ich distanziere mich auch. Zeit, wo ist mein Sohn Bruno? Was weiß ich? Du bist schon. So Bruno? Ja, ich suche Bruno, mein Junge. Ich glaube, er hat keine Lust. Der mit deiner Schwester gezeugt hast? Hä? Ja. Der Bruno? Ja, Bruno, der Katamadaman? Kennst du ihn doch. Oranje trägt er. Bruno? Ja, wo Bruno. Ist sie? Bruno? Ist sie wirklich in Malta? Du weißt schon, dass du ein Bastard bist, oder? Was weiß ich, wo er ist? Du bist ein unehrliches Kind. Ich bin Bastard. Kein Bastard. Na, du nicht. Bruno. Bruno ist auch kein Bastard. Wo ist der denn, Mann? Ja, ist er, der ist so unehrlich. Wie? Aber wo ist der? Unehrlich sind wir alle. Uga Uga muss los, Uga Uga. Wohin? Uga Uga, jetzt bleib hier. Du bleibst hier. Du bist einmal da, du bleibst hier. Uga. Ja, wie ist das Passwort? Ja, hier richtig. Kennen wir uns? Danke. Was geht ab, Alter? Hallo, Dofi auch da. Hallo, hallo Theo. Playboy 61 ist auch noch hier. Alle treffen sich heute am Puffer. Ja, Puff natürlich, Alter. Und die Zeit immer, Dickerchen. Nichts mehr los. Club, ja, bei uns darf man doch die Frauen gar nicht ficken. Warum nicht? Eigentlich wollten wir Sackass machen, wir tanzen, aber... Alter. Ihr wollt immer Sackass machen. Und ja. Letztes Mal, wie ging das aus? War ja, gut, oder? Alle am Schlafen gewesen, Alter. Alle am Schlafen, ja, natürlich. Ja. Hey, Kevin. Was geht ab, hallo, Zay, Zay, Alter? Wo warst du? Oh. Zay, Zay? Was macht ihr denn hier? Was macht Becky? Ihr wart ja als Weibers unterwegs, wa? Affe, was ist hier los? Affe, was ist los? Denkst du, mit der Frau ist okay, oder? Dass wir das so geregelt haben? Nein. Du, wir finden dir eine neue, Mann. Nein. Sollen wir sie ganz abschießen, oder was? Ich hab niemand. Außer so ein doch, verdammtes Dreckskind. Nein. Ich mach das doch nicht, Mann. Ich wollte einmal. Scheiß auf die, wir schießen die ab. Scheiß dann bring meine Alte wieder von letztem Mal. Wir brauchen neueinander. Ich hol die. Wen brauchst du? Wie heißt die? Die von letztem Mal. Tessie. Nimm mir die wieder, bring. Tessa? Ja. Auf keinen Fall, Alter. Warum nicht? Ich pflanze dir doch nicht wieder den Parasit ein. Hast du eine Macke oder was? Ich geb dir 3 Minuten eine bringen oder Tessie. Ich warte hier. Das Auto muss weg, cool, ob was sonst kann ich nicht in Bus bringt? Sonst bin ich sehr gespannt. Oh, hallo? Oh, bitte. Hola, señor. Sie sind traurig, habe ich gehört. Sehen Sie meine neue Frau, ja? Schon vereinbart? No. Ich gehöre schon vereinbart. Die Affe hat gesagt, das ist vereinbart. No, mein Herz gehört schon einem Mann. Die gehört schon einem Mann? Was erzählst du mir? Nein, die weiß das. Du musst dir nehmen, was du willst, dir. No, mein Herz gehört schon einem Mann. Mir gefällt das, war sie mal ein Mann. Nimm dir, was du willst, Mann. Was? Weißt du, wie's läuft? Das mag ich. Was kann ich denn hier tun für Sie? Ich verstehe das gerade nicht. Was nimm die mit sie, Gewalt was einfach sind mit. Sie für Landsfrau? Ich komme aus Kuba, Senor. Oh, je. Von Kuba nicht. Wow. Sie. Was soll die Scheiße hier? Affe, das nehme ich, sag. Männer, du sterbst gerade, warte. Affe, ich nehme die. Die soll ja sagen. Ich will auch.
Was ist denn los? Was passiert mit mir? Okay, ich bin weg. Das ist doch mein Mann. Zwangheirat. Wer ist das? Ist das dein Mann? Locke. Nein, ich weiß nicht, wer die Frau ist. Alles klar, Locke, ich bin weg. So, hat sich erledigt. Warte mal, Ludmila. Was ist denn jetzt los? Chica, komm mal zurück. Was ist los? Du gehst doch, die Alte. Du bist doch mit uns. Nein, die hat das gerade beendet. Locke, weißt du was? Fick dich einfach, Kurwa. Geh dein Weg neu. Ich bin sowieso glücklicher mit Luz, Jack. Oh no, er ist tot. Oh. Oh, ein Frauenpunch, wenn der richtig einfach Entschuldigung. Oh also, wie heißt du denn überhaupt? Kuba. Kuba, wie heißt du? Hast du meinen Namen vergessen? Hab ich vergessen. Ich hab schon einen Namen für sie. Juanita ist mein Name. Juanita, wow, der Outfit ist klasse, Mann. Kuba Buba. Kuba Buba, Mann. Ich liebe sie. Ich liebe sie auch. Ich liebe mich auch. Sind wir dann zu dritt zusammen, ja. Juanita, kannst du die Tür aufmachen? Ich habe keine Schlüssel. Hey, jetzt warte mal, ey. No, verpiss dich aus meinem Leben, Kurwa. Hey. Denkst du, du kannst mit mir spielen? So, wie Kaugummi, erstmal kauen, dann ausspucken, wieder aufheben. Verpiss dich. Oh, du hast ja auch Kacke gebaut, Junge. Du hast echt Scheiße gebaut. Du schläfst halt auf Couch, was hast du denn gemacht mit dieser Chica? Sie ist doch schön. Ach, wo ist denn die schön? Guck dich an. Juanita, wie sieht das aus? Oder? Was? Ich meine, hast du die gebraucht, du Arschloch! Hey! Erzählst du denn auf einmal? Das ist doch meine, du hast sie mir doch verkauft! Peace and love. Hallo, peace warum? And love, bitte. Ich merke, ihr habt keinen Draht, Mann. Peace and love. Wie, wir haben keinen Draht? Bitte keinen Streit. Wir haben einen schönen Draht oder nicht, Kuba Buba, hä? Lieblingskaugummi, Kuba Buba, Junge. Die Dinger stehen auf jeden Fall. Die stehen, Junge. Wo scheint der Vater? Schon wieder nimmt er mir die Alte weg. Hier sind komische Männer. Привет, Тео. Was geht, Blatt? Ich nehm dich. Was? Komm. Hey, wer bist du denn, Mann? Ich bin Anna. Hi, Anna, wie geht's? Ich Anna ist okay. Meine jetzt. Nee, das kann sich schön selber entscheiden. Nein! Nein, Blatt. Ich bin meine Einzige. Ah, na, как dir lach, хорошо, Anna. Dann will ich den Mann mit Bushido-Haare. Diese? Ja, dann nehme ich ihn. Ja, komm. Dankeschön, das hat geklappt, wunderbar. Ich geh mit dir jetzt. Liebe dich. Ich auch. Oh, scheiße, verdammt. Gut. Anna, geh ein Stück weg, Mann. Warum? Ja, was passiert? Was machen. Da. Ich find dich gut, Junge. Haben sie einen Blitz auf dem Brust? Matteo, warum ziehst du dich aus? Was soll das denn jetzt? Warum geht Blatt, die vor? Was macht ihr da? Ich spiele ein bisschen. Jetzt? Guck doch nicht so. Matteo kennt sich damit aus. Okay. Und? Dreh mich weg. Das ist ein alter Herr. Ich sehe nichts. Mach, Theo. Ich will ihn. Mach. Tu es. Oh nein, doch nicht. Wie, oh nein, doch nicht. Zu. Ich werf euch dachte, zu. Dachte, wir lieben uns. Das kleine Ding merkst du gar nicht, Mann. Ich bleib dann doch eher bei Frauen. Was ist mit deinem Sohn? Kannst du da irgendwie nochmal... Ja, ich weiß nicht, was passiert ist. Erzähl mir mal. 200 in Tankstelle. Ist das ganz, real? Also ganz normal, theoretisch. Was ist so schlimm daran? Weiß ich auch nicht, hab ich auch noch nicht. Ist er wirklich gebannt? Weiß ich nicht. Ich glaube, die haben vorhin gesagt. Für ich immer? Gesagt, er ist mit 200. Warte. Hol die Drecksau! Die machen wir noch! Au! Hol die runter! Pack deine Waffe weg, beruhig dich. Oha, ja, warum das aus Versehen, Mann. Kann man nicht mehr fahren, die Kiste. Hä, aber wieso kann man das nicht aufheben, wenn es abgeschlossen kann ist? Man hä? Nicht, kann man nicht, wirklich nicht. Schließ mal auf. Ja, aber das ist doch ein normales Motorrad, du hast doch zwei Hände zum Aufheben. Brabier. Mann in Blau. Brabier? Ja, also ich würde es jetzt, also ich will, dass du es machst, weil du hast doch zwei Arme. Das geht nicht, willst du mich jetzt verarschen? Sehe ich aus, als ob ich jemanden verarsche. Du verarscht uns, Kokosnuss. Wir sind Rebellen geworden, Junge. Wir sind nicht mehr die Alten. Wir knallen ab, sofort. Ach du Scheiße. Weißt du, wer ich bin? Ich weiß, wer er ist. Ich kenne ihn nicht. Bitte. Wer ist er? Ich, ja. Okay, ich zieh die Blanco, Mann. Doch, ich will wissen, wer das ist. Zwölfer von den Artisch. Wer ist das denn, Artisch? Ach, Artisch. Die sind alle Artisch, weißt du? Erzähl mir. Ich hab gehört, hier geht bald was ganz Wildes ab, Mann. Was denn? Gehört, hier ist bald so eine Gruppierung. Ja, das sind wir doch. Die ganze Stadt auf Kopf stellen. Wir werden alles übernehmen, oder? Ich bring dir einen. Wir werden alles übernehmen. Der ist ein ganz verrückter Holländer. Wem? Der heißt Gary, ist ein Kumpel von mir. Wir haben doch schon meinen Sohn. Ja, dein Sohn, Gary, du und noch einer. Das wird krank! Du viert, Junge, überleg mal mit 200 am Würfelpark vorbei. I wanna see the rainbow. High in the sky, I wanna see you and me on ever. Die echte DJ Paul Erstock, die echte! Bam! Was ist denn jetzt los? Komm, steig ein hier. Einsteigen? Rein im Bus. Wie geht's euch? Fahren. Diese zwei Verrückten hier. Fahren noch eine Runde mit euch. Eine Runde.
Okay, geht ihr dann schlafen? Können wir noch einen abmuchsen? Einen noch Murks machen, einen schnellen Murks noch machen. Können wir, komm, wir machen zu Wuppertal. Ich hab ne Idee, eine Runde um der Insel. Feuerball, bam, in die Tankstelle rein, komm! Der Affe ist da, Hände hoch. Theo, bitte. Wieso bitte? Ja, willst du ehrlich machen? Also bist du 100% sicher, Theo? Die kennen wir doch von gerade. Ja, der kann das machen. Theo, jetzt hörst du mir mal zu, okay? Ich hab einen harten Tag hinter mir. Okay. Ich hab wirklich einen sehr, sehr harten Tag hinter mir. Wirklich mit Stress verbunden. Jetzt kommst du zu mir und erzählst du mir was von einem Affen. Ich sehe hier nicht mal einen Affen und auf eine Insel. Da ist er doch. Da. Ah, achso. Der war das. Der war das? Kennt ihr ihn? Der war... Bist du der Gaul schon wieder? Ja, yeah, ich bin's. Okay, dann doch. Ja. Das ist die richtigen. Gaul. Das sind die richtigen, oder? Nee. Gaul. Ich muss los, Jungs. Nein. Ich muss los. Ey, Theo, beruhig dich mal. Ey, mach mal halblang. Ey, Theo, ey. Mach mal halblang. Chill. Alles gut. Hey, guck mal, wir können alles aus der Welt schaffen. Theo, guck mal her. Das ist die Drecksau. Ja! Ey! Ich schlag hier nur in die Luft. Kann gar nichts. Ey, Theo, wir können reden. Gar nicht. Ja, Gen, fick die doch mal. Die will ich schon schlagen. Lass ihn ficken. Ich treff Kacke. Hier, Junge. Entschuldigung. In die Eier rein. Theo, ich fick dich gleich, ne? Wenn du warum? Ey, Scheiß, warum? Was macht ihr für den Müll? Sehr gut. Ah. Locker. Hallo? Ey, was hab ich denn getan? Ich bin nur der Busfahrer. Ich fahr die alle rum, Junge. Peace and love, Theo. Beruhig dich. Theo, okay. Ah, oh! Alter, fick dich. Trau dich nie wieder Würfel packen, Mann. Oh nein, Junge, komm du runter. Ich will niemanden töten. Theo, du hast einen Menschen umgebracht. Oh nein, das will ich nicht. Du hast ihn umgebracht, Theo. Oh nein. Scheiße. Nein, die Bunte und die andere, nein. Du hast ihn getötet. Nein. Du hast alle umgebracht, Theo. Aus Versehen. Nein, das ist mein Bus. Hallo. Das ist mein Bus. Ich hab sogar die Bus. Hey, überfällt uns, hä? Kann doch mal passieren. Der Locke liegt da auf dem Boden. Also ich komm damit nicht klar. Kommst nicht klar damit? Tja, es ist mein Freund hier, weißt du? Ja, hoffe ich dir. Wir haben uns zusammen gespritzt auf dem Klo. Was habt ihr euch? Was haben wir uns gespritzt? Was hast du dir mit ihm gespritzt? Affe, seit wann spritzt du die? Nein, Mann, der labert scheiße, Mann. Greg? Was haben wir uns hier gespritzt? Ja, mit den Locken. Das siehst du doch. Was spritzt du dich? Du nimmst Drogen, Skittles? Ja, spritzt, ja. Was haben sie für eine Maske? Skittles, das ist aber nicht gut. Ja, er redet nichts, weil er wahrscheinlich gerade den Löffel heiß macht. Oh nein. Bunte Pullover kommt nicht von umsonst. Skittles, du kannst das nicht einfach nehmen, Mann. Ja, verstehst du? Es tut mir leid. Mach nicht. Nimmst du nicht mehr, bitte, aber das, ja? Aber Lok okay. Hat mich schon... Wenn es so gut geht, dann würde ich es lassen, ne? Ja, danke, Herr Doktor. Passt da. Ich wünsche was, ja? Du bist der Auserwählte. Braucht ihr die? Nimm. Schnell, ja, wir brauchen die schnell. Wie nimm? So einfach? Ja, das ist so, kann nicht mehr viele mitfahren. Warum? Aber pass auf, geisteskrank, Dreierchip. Ich hab's doch gesagt. Nein. Ich hab gesagt, die ist krank, die Karte. Oi. Die ist krank, diese Rakete. Feuerball. Wunderbar, Junge. Nicht so geil. Gesagt, krank. Müllkarre. Kannst du wieder mitnehmen. Ja. Wir machen nur Kacke heute wieder. Los geht's. Ey, wer ist das denn? Was sind denn das für Leute vor uns? Wer seid ihr? Oh, verdammte Kacke. Wo sind wir jetzt drin? Geil, Mann. Oh nein. Hast du die eingeschlossen? Ja. Oh nein! Also was macht ihr mit uns, Mann, ey? Wer seid ihr? Gesagt, Theo will auf meinem Schild da hoch. Was will nein. Ich? Nein! Hör auf. Wer seid ihr? Theo musste letztes Mal schon weit genug laufen. Und da... Affe! Ja. Das sind die Motorradbande, was mich ausgesetzt hat! Die Motorradbande oder was? Die Drecksäule! Die Schweine, ihr Dreckige! Das jetzt seid ihr dran! Setz, seid ihr fertig. Halt an! Was sind diese Drecksche? Und meine Waffe habt ihr mir abgenommen. Wo ist die Waffe? Gebt ihr seine Waffe zurück. Ihr habt sie nicht gelegt. Du bist vorbeigerannt. Nein, ihr habt sie nicht gelegt. Halt an und gib mir deine Waffe. Gib ihm seine wirklich? Waffe. Wirklich? Du bist vorbeigerannt. Hör auf zu lügen, Junge. Die war auf der Brücke. War nicht. 100%. War nicht. Seid ihr von Lost? Ein bisschen von Lost, ja. Wichse. Wichse. Affe, das sind die. Polizei hat euch gesucht. Ich hab Anzeige gemacht. Alles. Ich weiß, alles gut. Wir haben es geklärt, wir haben die geschmiert.
Ihr seid in der Fahndung, Mann. Die schnappen euch bald. Nee, nee, wir haben die geschmiert. Habt ihr ihm 5 Euro gegeben. Alles gut. Wir haben die mehr geschmiert. Wartet ab, wenn wir hier rauskommen. Ihr seid direkt tot. Wollt ihr raus? Ja. Oh! So. Wo kommt das? Von wo kam das? Ey! Abschießen, abschießen, wir haben Theo. Ey! Ey! Lass mich raus! Ihr seid wirklich solche Wölfe. Aber bring ihn zurück, er hat nichts gemacht. Lass ihn. Ich krieg noch eine Waffe von euch, jetzt! Dann bin ich den Lords auch gut zugeneigt. Das war doch deine Strafe, weil du unser Motorrad geklaut hast. Scheiße auf euer Motorrad! Ihr braucht mich in euer Club! Gib mir jetzt das Waffe! Ich bin willst dabei! Du in unser Club? Willst du mit rein? Ja! Aber nur wenn ich meine Waffe kriege. Halt an! Waffe! Hey! Hey, Vorsicht! Wo ist die Affe? Bitte? Die Affe! Was? Die Affe! Ja! Wer ist offen? Die Affe! Wer ist offen? Die Affe! Hey, Vorsicht, der Herr! Das ist nicht mein Auto! Dumm. Geht's dir gut? Nein. Warum machst du das, JJ, mit dem Die Affe! Was heißt das denn, Mann? Kennt man doch! JJ, was heißt das? Weiß ich nicht. Die Affe! Irgendwie auf Drogen oder so? Zieh auf? Die Affe? Ja, Mann, geht's dir gut, Mann? Wow, ist das? Was für ein paar Gangster, ein richtiger. Ein echter. Alles okay bei Ihnen? Nein! Du und Affe, ihr habt mich kein Brautgabe gegeben. Ihr seid Schweine, ne? Was haben wir hin? Brautgabe. Komm mal ab. Theo. Fahr mal jetzt. So. Das war's dann mit Hoch. Ach du Scheiße. Oh, guck mal, was ihr macht schon mal. Fahr mit mir, Rosettenschlemmer! Ich mach ein bisschen Spaß um die Nacht. Komm, steig auf. Ich zeig dir mal. Ich dreh mit dir eine schöne Acht. Eine schöne Acht? Ah, bin ich mal gespannt, okay. Ich bin geisteskrank! Ich bin gestört, Junge! Guck! Ja, nicht viel mehr. Guck! Stopp du die Uhr! Stopp die Uhr! Gib mal Gas hier! Gib Full Power! Bup! Oh, der war gut. Und, perfekt gelandet. Bitteschön, hab ich die Luft gesagt. Ich habe gedacht, wir machen Two Man One Cup, du Wichser. Mann. Warum bin ich denn gleich ein Wichser? Ich habe gedacht, wir machen Two Man One Cup, ja? Hast du schon einen anderen gefunden? Dem du den Rüssel hinten reinhängen kannst, in den Fingerdarm. Wieder schauen. Was wolltest du da gerade machen, ja? Mit dem Mann quatschen im Auto. Komm, ja, Mann, lass uns beide ins Auto steigen. Mann, der wollte dein Auto klauen, Mann. Natürlich nicht. Ich gucke ob das richtig verriegelt ist, Junge. Ja, man, gib's mir mit dem Käse. Klau nicht nochmal mein Auto, ja? Sonst wird der Polizei sexy ganz sauer hier, ja? Ich warte schon die ganze Zeit, dass du mir die Kabelbinder dran machst. Sagst du, du bist ein Versauter? Wollen wir mal eine Runde spielen gehen? Noch zu. Ich bin Mr. Sexy. Das hab ich doch gar nicht gefragt. Dick so richtig. Hör nicht schlagen! Warum? Wenn du mir eine gibst, dann fick ich dich. Hast ich hab nur geschuckt, das ist ein Liebesschuck. Kannst du mir auch gerne mal hinten was reinschubseln? Ja, hab ich doch. Und? War gut. Von hinten bitte, ja? Richtig rein? Ja, richtig tief, ja? Bam! Oh. Und? Hat gesteckt, die Kuppe. Ne? Der große Zehennagel. Da bin ich fast gekommen, ja? Kannst du ruhig machen. Was findest du denn mein pinken Auto so geil, ja? Ich will dein Auto nicht, ich hab ein pinkes Motorrad. Oh, das ist sexy, ja? Zeig mal her. Stell mal auf. Schau mir das mal an, ja? Ja, natürlich. Oh. Da kommt jemand und sehr, stört sehr sexy, uns. Sexy, ja? Warum störst du uns? Guten Abend. Beim Liebesspiel. Was geht, Süßer? Was klar bei euch? Nein. Möchtet ihr mich buchen? Oh. Was ist dieses Affe, ja? Was laberst du denn die ganze Zeit? Hey! Mein Motorrad! Willst du es wieder haben? Ja. Okay, dann entschuldige dich. Ja, okay. War das jetzt eine Entschuldigung? Ja. Ja, aber du hast es nicht... Du dumme Drecksau. Ich entschuldige mich für einen Dreck. Ey! Ich hab eine Pistole. Augen? Kauf die mir. Wie?
Verkauf die bei mir. Eine Pistole, ich geb dich so viel wie ja, du Mann, komm mal nach hinten. 3,8 Millionen Euro. Du spielst in der Golf. Scheiße, cool, du mal halt deine Pistole. Nein, ich will reden mit dir, Mann. Halt deine Pistole. Gib ihm doch eine. 3,8 Millionen Euro. Jetzt hast du keinen Bock, Alter. Jetzt, wo es brenzlig wird, ne? Wenn du mich Mini, bitte lass mich nicht alleine. Ich geb dich 600.000. Du willst mich schlagen, hab ich keinen Bock. Ich will dich schlagen, Mann. Ich will das einfach. Ich geb 700.000 für das Wumme. Ich geb 1 Million. 1,1. 1. Da bin ich raus. Denn, wie, was hält ihr denn von der Idee, wenn ich euch ey, jeweils Franzose, eine Kanone Franzose. Für dich, junge Dame, und eine Kanone für dich, der Herr, ja. für jeweils 1,1 Millionen verkaufen? Das ist super. Ja, ja, okay, nehme okay. ich das. Ich zahle 1,2. Ich zahle 1,2 Millionen. Beste, Mann. Ja, ich weiß, wie man Geschäfte macht. Ich mach bin es. Ich bin Geschäftsmann. Aber lange Pistole, lange. Lange. Ja, kein Problem. Gib du das Geld und den Rest nach. Lange Pistole. Also ihr möchtet gerne diese, beispielsweise eine AK-47. Ja, das, ja, das, ja, das. Ja, da müssen wir am Preis noch mal ein bisschen. Nein. 2,8 Millionen. Nein. Nur 1,3. Komm, ja, 1,3. Fertig. Verkaufst also okay, Waffen? Okay, jeweils 1,3 verkaufst Waffen. Kommt, wir gehen zum Bank. Wunderbar. Okay. Hey, Kollege, kaufst du Waffen? Ja, ja, klar, ich mach Waffen. Zum Kanikartell. Ich gehöre zum Bronikartell. Lasst uns doch mal bitte das Verkauf abwickeln, danach könnt ihr den Mann gerne mitnehmen, quälen, foltern. Erstmal werde ich das Waffe haben. Ja, nein, ich auch. Nein, ich brauche das Geld. Bonnie! Ich muss doch sicher gehen. Ja, du kriegst das Geld. Wenn Gut, du abhaust, habe ich hier Männer ja. dabei. Ja, ja, nee, ich hau dich ab. Du weißt, dass er dich aber erstens übers Ohr haut, denn in diesem Staat besitzen ungefähr 3 Leute eine AK-47, darunter zähle ich, die OGs und Bitcoin. Kommt einer mit Hut und Flex hier rum, dass sie eine besitzt. Halt doch dein Maul. Die wird das haben, die Ronny. Der ist vertrauenwürdig. Der hat keine, der verarscht euch. Der hat doch. Ich bin der Geschäftsmann. Hören Sie jetzt auf, sich hier in irgendwelche fremden Geschäfte mit. Ja. Wir machen gerade Geschäft mit das. Richtig. Lass uns doch dann hier die Waffe kaufen. Die hat das auch. Die arbeiten zusammen, die beiden hier. Ja, warte mal eine Sekunde. Die verarschen dich. Dann zeig mal das Waffe, Ronny. Zeig mal das Waffe. Also, einer von euch wird gerade verarscht. Ja, auf jeden Leute, Fall. Ich werde arbeiten gleich die zusammen einen der drei und ziehen Leute euch ab. Er soll das Waffe zeigen. Er soll Pistole ja, zeigen. Zeig mal. Zeige. Mal die Waffe und dann könnt ihr kaufen. Ja. Leute, ich bin hier auf der Insel ein bekannter, seriöser Geschäftsmann. Man kennt mich vor allem hier okay, auf der Insel. Okay, halt dein Fresse, zeig das Pistole. Optisch, ja. Wir wollen nicht wissen, wer du bist. Ja, nun, warte mal, junge Dame. Ich kann das bestätigen. Ich laufe hier doch nicht mit einer AK-47 okay. in meiner Jogginghose rum. Warum sind denn jetzt hier so viele Leute, Ronny? Komm, wir gehen bei einem anderen Bankautomat. Ja, 2,2 Millionen brauche ich bitte. Kannst du mal erstmal das Pistol zeigen? Kannst du das zeigen? Du musst doch erstmal die Ware zeigen. Wir kaufen nicht das Katze bei Sack. Kommt mal her, kommt mal mit. Entschuldigung. Ronny, du machst das schon. Entschuldigung. Hier auf jeden Fall in diesem Wagen, ja? Da könnt ihr mit, die Scheiben sind mit Absicht foliert. Da sitzen Aha. meine Geschäftspartner drin. Und die erst das Geld, dann zeigen wir euch die Kanonen. Da soll mal dein Geschäftspartner rauskommen. Denkst du, ich kauf Katze bei Sack oder ich was? Ich kauf nur Hund im Sack. Ronny, ja, was ist hier schon wieder los? Ja, komm, steigt mal aus da aus der Kiste. Raus, alle Mann! Hey! Oh, geil. Warst du uns oder was, hä? Nein, hey, wirklich, das Scheiße aus ihm raus! Nein, hallo, nein, Scheiße, Junge! Nein, lass den bitte! Aber der Tick, komm, lutsch mich! Ronny, ne? Dann nehmen wir richtig die kleine Lunge. Ich will dich auseinander, das Drecksack. Ich besorg euch bitte die Kanone. Bleibt ruhig, Ronny. Ronny, ich besorg euch die Kanone. Ich besorg euch die Kanone, Mann. Ja, holt die doch. Dann hol die Kanone, aber jetzt schnell. Hol das jetzt, aber ganz rucki zucki. Hört auf, mich zu verprügeln, dann können wir noch über alles reden. Dann hol. Hört auf, mich zu verprügeln, dann reden wir über alles. Ja, wir warten hier, hol mal. Wir hol jetzt hier. So, wartet mal bitte. Hört mal zu. Ja, Ronny. Okay, ich will jetzt sofort die Waffen sehen. Junge Dame. Ja, Moment. Jetzt sofort. Moment. Ich will's auch sehen. Gut, wunderbar. Jetzt sofort. Runter mit der Kanone. Wir können über alles reden. Wir können über alles sprechen. Du bist ein Trickbetrüger. Du verarschst alte Männer, so wie den hier neben mir. Ich bin ein seriöser Kaufmann. Ich bin Kaufmann. Hör Sie bitte auf. Er ist Kaufmann. Richtig. Hört auf, mich zu beleidigen. Ich fühle mich in meiner Ehre gekränkt. Kaufmann auf dem Bierdeckel vielleicht. Du, hört zu. Passt auf. Seht ihr hier bei den edlen Tropfen, den ich in der Hand habe? Wisst ihr, was die Flasche kostet? Keine Ahnung, was die kostet, aber das sieht aus wie Period. Jetzt gib mal dein Pistol. Ja, hör zu. Junge Dame, also Sie haben ja auch was Anziehendes, ja? Wir haben uns doch eben geeinigt. 1,1 Millionen und du bekommst eine Kanone von mir. Und wir haben uns geeinigt, wir kaufen nicht Katze bei Sack. Zeigst du einmal, wir geben bei Bankautomat, hol ich das Geld. Ja, okay, lass uns zum Bankautomaten gehen, zeig mir das Geld, steck es mir kurz zu. Ja, und dann sorge ich dafür, dass die Kanone. Das ist Abzocke, Lutschmitschka. Lass dich nicht verarschen. Abzocke. No, das ist Abzocke.
Hey, kleiner Punkt. Oh nein! Kotzt mich an, das. Verprügelt ihn. Komm her, Ronny! Warte ab, Ronny, ne? Bitte nicht schlagen. Hört auf, wir können über alles reden. Nein, bitte lass. Wir reden über gar nichts. Hund, Hund, so ein elendiger Hund. Ja. Oh, sorry. Bitte, sorry. Ich trinke teuren Wein, hört auf. Du trinkst diese billige von Aldi. Der arme Wein. Die billige von Tetra. Von Tetra Pack trinkst du. Nein, Wein schnell aus. Hey, was schlägst du denn? Warum macht ihr das? Komm. Steig drauf, steig auf, schnell. Wer bist du denn? Ich bring dich in Sicherheit. Ich bin die helfende Katze. Das klingt gut. Miau. Warum schlagen die dich denn? Ich weiß es nie. Ich hab nichts gemacht, gar nichts gemacht. Du hast gar nichts gemacht? Nein. Und die haben dich einfach geschlagen? Ja. Oh nein, brauchst du ein Pflaster? Ja, von Katze. Ich komm, ich geb dir erstmal, ich bring dich in Sicherheit. Ich bin die Super Kitty. Ich geb dir mal erstmal etwas zu. Ich geb dir erstmal was zu trinken. Gina, bist du das? Ich bin die Gina. Und nächstes Mal, wenn die dich hauen, hau doch einfach zurück. Ich kann das nicht. Doch, du musst das können. Du kannst nicht einfach dich schlagen lassen. Gefällt mir gar nicht. Ey, nein, au. Oh nein. Ey, wolltest du gerade... Nein, überhaupt nicht. Du wolltest gerade... Du überhaupt wolltest... Nicht. Wolltest du gerade mein... Nein. Du steigst jetzt auf. Steig auf. Du hast gerade dich mit der Killer Kitty angelegt. Nein, ich bin so lieb. Du hast dich gerade mit der Killer Kitty angelegt. Wie heißt du nochmal? Ich heiße Theo. Das war nur Spaß, damit bei uns die Bonzen brechen, oder wie das heißt. Komm, ich fahr dich zurück und wenn... Und das war schon die Killer Kitty. Nein, ich will dir nicht wehtun. Oder soll ich dir wehtun? Ja. Was, ehrlich? Leichte Hiebe. Ganz leicht. Oh nein. Ach so, ich dachte... Warte mal, ich habe eine Idee. Komm mal her. Magst du das, wenn man dir wehtut? Ja. Was, echt? Ja, ein bisschen, du auch, oder nicht? Das ist mein Beruf. Wie, das ist dein Beruf? Ich schlag die Leute. Bist du verrückt? Miau, miau, miau. Komm, ich fahr dich zurück. Ich tu dir eigentlich nicht weh. Was heißt das Beruf? Kennst du das Titty Twister? Ach so, ich dachte in dein vorigen Leben. Oh, nein, bist du verrückt? Was hast du da gemacht? Hier, im Titty Twister? Was hast du davor gemacht in dein anderes Leben? In welches anderes Leben? Gieß es einfach. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 20 und du? Warum hast du überlegt? Ich wusste nicht, ob ich sagen soll, wie alt ich bin. Wieso? Ja, damit... Ich dachte, du bist vielleicht alt. Nein. Du hast aber voll die Falten. Ich bin auch 20. Du bist niemals 20. Doch. Ey, wenn dich jemand ärgert... Wow, weißt du, was ist das hier? Wo wohnst du hier? Nein, ich wohne hier nicht. Hä? Aber guck mal, hier gibt's noch was Cooles. Wenn dich jemand ärgert, bring den hier hin, dann kann ich was für dich machen. Und zwar... Ich mag deine Stimme, aber dein Gesicht mag ich nicht. Du bist gemein. Du hast nicht mal Augenbrauen. Warum redest du überhaupt? Warum bist du so? Ja, du hast keine Augenbrauen. Warum hast du keine Augenbrauen, Mister? Du gehst da runter jetzt. Warum? Ich will dir was zeigen. Ich hab Angst. Nein, hab keine Angst, ehrlich. Okay. Ich bin die Super Kitty, Mann. Ich bin hier die Superheldin. Hast du eine Kraft? Ja, ich beschütze die Bösen. Ach, die... Nein, nicht die... Was? Bösen. Hier, guck hier drinne. Geh da mal rein. Geh du vor! Okay, ich geh vor, kein Problem. Oh mein Gott. Ah! Oh, Entschuldigung. Oh, die ist gemein! Ich wollte dich nicht schlagen. Ja, verstecken. Ich wollte dich nicht schlagen. Verstecken. Pass auf. Oh, sie hat mich gefunden. Hast du dir wehgetan? Ich hab mich versteckt, scheiße. Nein, es tut mir so leid. Komm, ich lass dich jetzt wirklich frei. Du darfst sogar mein Motorrad haben. Nein, ich will dein Motorrad nicht, Katze. Willst du was anderes? Willst du was essen? Soll ich dir was zu essen geben? Was zu trinken? Natursekt. Wie bitte? Bitteschön. Oh, ist das frisch? Ja, du... keine Ahnung. Vom Katzenklo gerade. Hast du das abgefüllt? Gibt's das in Flaschen? In Flaschen willst du das haben? Oh! Oh, ja! Oh! Mein Lieber,
Mann! Mein lieber Freund! Oh, aber nur Katzenpipi, keine Sorge. Lecker. Können uns damit einreiben. Mit Pipi? Ja und? Einreiben. Wusstest du, dass Pipi steril eigentlich ist? Was ist dieses steril? Was? Ich wollte dich nur veräppeln. Wusstest du, wenn dich eine Qualle anpiekst? Hä? Blitz macht. Qualle macht doch Blitz auf deinen Körper, oder? Wer ist Qualle? Qualle, eine Qualle, die vom Meer. Vom Meer die? Ja, Qualle, die machen doch Spritzer, also die, nicht Spritzer, sondern die pieksen einen, doch wie eine Biene. Du meinst Hai? Nein, nicht Hai, eine Qualle. Ah, Stachelrochen. Nein, auch kein Stachelrochen, eine Qualle. Sägefisch? Auch nicht. Na, dann weiß ich nicht. Qualle, die Nemo sind... Nemo wird's nicht sein, du dumme Gans. Du bist eine dumme Gans. Willst du hier von der Bar was trinken? Du warst hier ehrlich noch nie? Natürlich nicht. Bist du wirklich neu in der Stadt? Ich bin heute gekommen, ja. Heute? Hm. Nee, aber auf deinem Ausweis stand was anderes. Was steht da? Dass du... Zeig den mir mal nochmal. Du zeigst mir gerade dein Handy. Ja und? Ich sehe das nicht. Ich brauche eine Brille eigentlich. Hast du... Bist du blind wie ein Maulwurf? Ja, also eigentlich ja, leider. Das mag ich. Du hast die Wenn Brille auch nicht an, ja. Das Ding ist, wenn ich keine Brille anhab, dann bin ich eigentlich fast blind. Ich bin groß und sehe aus wie John Connery. Warte, das muss ich mir mal näher angucken. Ich habe Beine, Arme, ich bin schlank trainiert. Was für eine Haarfarbe hast du denn? Was magst du denn? Ich mag so rot. Ich bin rot, ja, wie der Teufel. Echt? Und hast du Sommersprossen? Natürlich, alles voll, bis den Rücken runter. Ganz und viele Flecken habe ich. Wie ist dein Körperbau? Körperbau ist gut. Hast du auch einen Bierbauch? Natürlich. Groß. Oh. Großer Bauch. Oh, hi. Okay, wie groß denn? Was? Wie groß ich bin? Nein, ja, wie groß bist du? 1,90. 1,90? Na. Niemals. Maschine, ja, natürlich. Fass doch mal mit deinen Armen hoch. Warte. Okay, warte. Guck mal. Fass mal ganz oben. Das ist mein Kopf. Ja. Das ist doch deine Nase. Nein, das ist mein Kopf oben, was sich anfühlt wie Finger. Okay, aber deine Haare fühlen sich lang an. Was hast du denn für Haare? Ich habe so eine Frisur wie Johnny Depp. Wie Johnny Depp? Ja, vom Piraten in die Karibik. Nein. Doch. Du meinst wie Jack Sparrow? Ja, magst du das? Ich habe auch heute Wasser reingemacht, damit das bisschen salzig riecht. Das riecht aber nach Schweiß. Ist dein Schweiß oder ist das wirklich Wasser? Das ist doch kein Schweiß. Aber warum ist das denn so nass? Aloe Vera. Aloe Vera, was? Ja, für meine Haut, dass die schön durchnässt wird. Aloe Vera für die Haare? Stinkt doch nicht nach Schweiß, natürlich. Du hast ja gar keine Ahnung. Mach mal die Arme hoch, ich will unter deinen Achseln riechen. Komm, Schnupper. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, das muss ich auch machen. Du hast doch... Wann hast du denn zuletzt geduscht, Mister? Dein Gesicht hat mir eh nicht gefallen. Ja, ich fahr dich jetzt auch weg. Und die Pipi war nicht von der Katze, sondern von dem Hund. Tschüss. Du kannst das Fahrrad haben. Das ist weg. Soll ich dir mein Auto leihen? Hast du ein Auto hier? Warte mal, warum bist du überhaupt so gemein zu mir? Ich hab dir doch gar nichts getan. Mach mal die Maske runter. Ich habe doch hier gar nichts getan. Ich habe dich sogar beschützt, dass dich die Leute nicht kaputt schlagen. Du sagst, ich bin stinky. Ich stinke? Ach, du stinkst. Ja, du hast gesagt, ich soll unter deiner Achsel riechen. Ich bin nicht stinky. Ja, okay, du stinkst. Eigentlich habe ich dich nur geneckt, weil ich dich mag. Okay, hier für dich. Ein Donut. Das ist doch kein Donut, das ist Pupu. Das ist was? Pupu. Das ist Pupu. Bubu ist ja auch was Feines. Hier für dich. Oh, Blume. Tut mir leid, okay? Müll. Kannst du selber basen. Okay, hier ist eine Mystery Box. Die nehme ich. Die nimmst du? Ja, die nehme ich. Ja? Okay, schön. Oh. Was ist das da drin? Katzenstreu. Was? Was soll ich denn damit mit Katzenstreu? Mit... Das... Katzenschreu kannst du ja wegbringen. Ich musste das eh wegschmeißen und jetzt kannst du es für mich tragen. Jetzt kann ich das für dich tragen? Die Pipi und von den ganzen Tänzerinnen, die hier im Club sind.
Ich trage das für dich, komm, wir gehen. Komm, ich hol dir ein Auto. Hast du überhaupt ein Auto? Nein. Du hast noch kein Auto hier in der Stadt? Ich habe auch kein Geld, hast du Geld? Komm, ich gebe dir Geld. Ja. Wie viel brauchst du denn? Meine Feinde sind hinter mir her. Ja. Warte mal, machst du... Ich brauche schon einiges. Machst ich muss grade, Mitarbeiter versorgen. Machst du gerade den Tindler-Schwindler? Was mache ich? Den Tindler-Schwindler? Nein, ich bin ein großer Diamantensohn. Ich geb dir... Meine Feinde sind hinter mir. Verdammte Kacke. Du kleiner... Warte hier, ich geb dir auf jeden Fall eine... Aber du musst mir wirklich wieder zurückgeben, ja? Ja, natürlich. Ich vertraue dir. Wie viel gibst du denn? Hier, so viel, warte, du musst mal stehen. Ich muss Flüge bezahlen. Ja, okay, ich hab Kosten. Ich vertraue dir, aber du musst dies wirklich. 4-5 Mio, das ist so. Guck, dass du eine American Express machst für mich. Ja, aber ich hab da mein Haus. 20.000? Okay, warte, ich geb dir mehr. Du kennst mich, ich liebe dich doch. Du gibst mir das wirklich zurück, oder? Ja, geh ich schon mal Wohnungen angucken bis 15.000 Miete. Aber ich muss dann wirklich die Karte überziehen jetzt. Ja, natürlich nicht. Du kennst doch meinen Lifestyle. Okay, versprochen. Ich hab doch. Okay. 5 Mio, 6. 5 Billionen? Bist du verrückt? Ja, was willst du? Mach das jetzt! Okay. Du machst mir Angst. Ich dachte, du liebst mich. Ich lieb dich über alles. Okay, ich geb dir wieder Geld dann. Reicht das oder krieg ich... 10.000, du tickst doch wohl nicht richtig. Ich bin Simon Leviv! Okay, wie viel denn noch? 5 Mio! Oh, guck, dass du noch eine Karte an Land ziehst! Ich hab doch wirklich nicht so viel. Dann mach noch eine Amex! Okay. Meine Fresse! Okay. Ich muss Mitarbeiter versorgen! Okay, meine Karte ist gesperrt. Ja und, Mann. Dann mach eine neue! Okay, warte, Theo, aber... Oh Gott. Hier, okay, ich habe jetzt wirklich von meiner Mutter so ein Auto sogar verkauft. Hier. Und ich hoffe, Mutter, du gibst muss es mir auch zurück. Keine Sorgen machen. Okay. Du weißt, dass ich das alles... Fünfter. Tschüss. Hinfort. Bitte. Ich melde mich wieder. Okay. Warte, dafür muss ich dir noch... Warte. Hier. Jetzt? Versprochen, du kommst zurück. Ja. Versprochen, mit ja, meinem ja. Geld. Versprochen. Ja. Okay, ich gebe dir noch mein Auto, komm, ich packe schon aus. Ich noch mein Auto, gut, kriegst du alles wieder. Versprochen. Ich lass dich dann einfliegen nach Amsterdam. Ehrlich? Ich kann dir statt dem Geld eine dicke Uhr geben. Okay, aber die ist auch echt, oder? Natürlich, ist die ehrlich? Echt. Natürlich. Und wie teuer, wie oder ich gebe dir mein paar Gucci-Kleider, kannst du bei eBay reinhauen, ne? Okay. Ich will aber dich nicht verlieren. Du verlierst mich nicht. Ich bin Simon. Okay. Ich geb dir jetzt mein letztes Auto. Wow. Hier, Simon. Ja, aber du willst doch nicht mitfahren, oder? Nein. Gut. Wunderbar. Viel Spaß. Danke für ich alles, meine kleine Meerjungfrau. Ah, oh, du bist aber süß. Ich werde dich vermissen, Simon. Ich muss jetzt weiter nach Bangkok. Ich werde dich niemals vergessen. Danke, okay. Dass du meine finanziellen Löcher gerade stopfst. Aber es ist zu gefährlich für mich, wenn ich mit Karten zahle. Die sind hinter mir her. Ja, du musst. Hast du eine Waffe bei dir? Danke, überhaupt? Danke. Ich kann doch momentan. Ich bräuchte eine. Ich konnte doch keine. Wegen Bahnhof. Mir abgenommen nach dem Zug von IC. Mhm. Okay, du brauchst also eine Waffe? Ja, lange. Du hast jetzt gar keine Waffe? Ich habe gar keine Waffe. Okay, warte. Wie soll ich mich denn verteidigen? Scheiße, ich habe jetzt auch keine dabei. Warte, vielleicht ist hier im Auto eine. Guck mal schnell. Ja, warte doch. Wollen wir aber mal laufen, ne? Sonst musst du noch für die Mutti ein bisschen Geld pumpen. Meine Mama ist doch schon in meiner eigenen Wohnung am Leben. Da muss ich meine eigene Wohnung verkaufen. Du kriegst es doch zurück. Aber dann wo soll ich denn dann schlafen? Es ist doch nur kurzfristig. Okay, aber wo soll ich dann schlafen? Da drinnen. Wo denn? Unten. Okay. Aber ich habe keine Waffe dabei. Aber du musst auf dich aufpassen. Ich will nicht, dass dir was passiert.
Mach dir keine Sorgen um mich. Ich schicke dir dann Bilder von meinen Security, wenn sie ihn zusammengeschlagen haben. Was ich auch schon 10 andere geschickt habe. Nein, mein Vater. Danke, Kitty. Pass auf dich auf. Und vergiss mich nicht. Ich mach dir ein Tor, wow, okay? Das ist ja super. Mein lieber Mann, wieder eine Blöde gefunden. Wie ja, bitte? Ja, mach das Tor auf. Wie bitte? Hä? Hast du gerade, was hast du gerade gesagt? Mich doch, oder? Was? Du liebst mich doch, oder? Natürlich! Okay, ich Mausi! Mach dir das Tor auf. Okay, versprochen. Natürlich, versprochen. Ich warte hier auf dich. Sag deiner Mutter einen Gruß. Mach ich, tschüss. Der Papa kommt bald, dann gibt's ja Kohle und Uhren. Das Tor ist offen. Tschüss. Oh, was machst du denn da? Und wo gehst du jetzt hin? Soll ich dich noch wo absetzen mit deinem eigenen Auto? Okay. Gut. Du bist aber lieb, guck mal, du bist so gutherzig, oh mein Gott. Natürlich. Ich schick dir nachher ein Bild aus meinem Privatjet. Ja, okay. So. So. Ah, warte, jetzt. Warum hast du das Schlüssel? Ich bin hier Security, ich schlag doch die Menschen, hab ich doch gesagt. Du musst zur Bank gehen, ehrlich, du hast so viel Bargeld bei dir. Das ist doch nicht viel. Wie viel? 37.000 Euro sind heute auch kein Geld mehr bei den Preisen, oder nicht? Ich hab mein Auto verkauft dafür. Jetzt krieg dich ab. Das war wunderschön. Es war wirklich schön. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Oh, ich wollte dir eigentlich die Tür aufhalten. Ja, ja. Du kannst mir eine Umarmung geben, komm. Die letzte Umarmung. Und ich hoffe, du kommst wirklich wieder. Upsa. Oh, du bist auf die Haube gegangen. Ich komme wieder. Hast du schon auch ein Handy? Weil ich weiß ja nicht, wie neu du bist. Guck mal. iPhone 13 bezahlt von Katja. Das ist kein iPhone. Ach so, okay. Gib mir deine Nummer. 0? Ja. 1? Ja. 7? Warum schreist du denn so? Hä? 017? 2? 3? 6? 6? 6? 6? 7? Warte mal, 2 war die 6? Ja. 7? 7? 5? 5? 3? 3? Ack. Ack. Okay. Ja, man merkt deinen schwäbischen Akzent so hart, ne? Warte auf mein Geld, okay? Ich muss meine Rente doch hier irgendwie von meiner Mama. Habe ich sogar die Versicherung abgebrochen für dich. Oh nee, Stuttgart. Was schreibst du mir? Kiss, kiss, Simon. Oh, du bist Dankeschön. So süß. Schick mir auch ein Foto direkt von dir, wenn du kannst. Wie geht es? Weißt du, wie das geht? Oh, das ist schwarz. Okay. Das ging nicht. Fotos schicken habe ich noch nie gemacht. Du musst auf die, hast du jetzt, guck mal. Ja. Und Kamera-Switch? Das geht leider nicht. Ich mach einfach ein Foto von mir. Warte. Hier. Oder vom Auto, wie du das gerade fährst. Ich weiß nicht, wo drücken. Du musst... Oh, ich hab Kamera gewechselt mit Mausrad drauf. Mausrad klicken drauf, guck mal. Hey. Lass von uns zweite machen. Okay, komm. Komm ran bei mich. Darf ich dich auf die Wange da küssen? Wie kann ich das... Ja, wie kann ich das Foto jetzt machen? Los, mach Foto. Ging nicht. Sekunde. Ey, du bist doch echt kein... Du bist doch niemals 20 so schlecht, wie du dich mit Technik auskennst. Hä? Hä? Weißt du es nicht? Leo, du kannst kein Foto schicken. Ich bin WhatsApp dein Verlauf und dann? Ja, das Foto kannst du nur Realtime schicken. Also es muss schon in... Guck mal, geh mal auf das WhatsApp-Verlauf und dann da, wo du Nachricht eingibst, mit rechts klick. Und dann hast du schon Foto und dann musst du links... Hast du's? Nein. Hörst du mich? Ach Gott. Theo. Aua. Oh nein. Oh. Ja, ich hab Rechtklick gemacht und dann steht... Das geht nicht, was du mir erzählst, du Emil. Komm mal auf zu heulen. Susi. Ich heiße nicht Susi. Ich werd blöd, wenn ich das nicht geht, wie ich das will. Du hast mir gerade mitten ins Gesicht geschlagen. Zoom vielleicht? Zoom auch nicht. Willst du mein Popo Zoom oder was? Aber ich glaube, du bist einfach ein bisschen... kennst du den Ausdruck Lost? Guck mal, dann steht der Name, Textfeld, ja? Das Gesicht will eh keiner sehen, ja? Er weiß nicht, wie man Selfies abschickt. Catwoman, hau dir eine! Du hast gesagt, du beschützt mich, der beleidigt mich! Was hast du, Pablo, was hast du denn gesagt? Kennst du dem? Ich war ganz nett zu dem Süßen hier vor mir. Ich muss kotzen. Hey, magst du nur Frauen oder magst du auch Männer? Ich? Ja. Und er hat zu mir gesagt, two men, one cup, sagt er, ja. Ach, kein Scheiß, jetzt hat der Frau kein Dreck hier.
Du magst also keine Männer? Natürlich nicht. Hallo. Hallo. Also magst du keine Männer? Guck mal, jetzt haben sich zwei gefunden. Den kannst du mitnehmen, Locky. Wie lange bist du schon in die Stadt? 2 Wochen. Lange? Ja, und du? Weiß ich nicht. Wie, du weißt es nicht? Weiß ich nicht. Wie lange bist du denn hier? Wann war denn der erste Tag? Ja, kann ich dachte machen. Heute, habe ich dir gesagt. Du dachtest? Was ich hab gelogen. Was? Oh, okay. Ich hab gelogen, du bist so gemein zu mir. Ich hab dir Döner gegeben. Ich hab dir Cola gegeben. Ich hab mir mein ganzes Geld gegeben. Ich geb dir dein Geld zurück. Wie viel war das? Alles. Ich wollte dich abzocken, ja. Nein. Aber du bist so lieb. Du wolltest eine Super Kitty abziehen. Ich bin der Tinder-Schwindler. Aber ich dachte, du liebst mich. Ja, natürlich. Wenn du die Maske anhast, dann ja. Wie viel hast du mir gegeben? Ich weiß nicht. Ich hatte dir so 30.000, ja. Ich gebe dir das zurück. Gut. Das sind 3.000 gewesen. Bist du ruhig? Jetzt ist das auch aus der Welt. Ja, gut. Das waren nur 3.000. Dann wünsche ich dir einen schönen Hallo, Abend. Das waren nicht alles. Danke für die Gesellschaft. Du bist so gemein, oh. Ich liebe dich. Ich wünsche dir, ich liebe dich auch, aber bitte gib mir mein ganzes Geld wieder später zurück, okay? Natürlich, oh. Du umarmst mich auf einem Deckel. Ja, natürlich. Auf dein Autodach. Okay, ich muss dann jetzt schlafen gehen. Okay, schlaf gut, dann. Ich werde dich vermissen. Und kann ich bei dir schlafen? Ja, wenn du willst. Wo wohnst du? Ja, eigentlich gehe ich immer beim Twister schlafen, weil das ist immer safe. Also da sind keine Idioten, die einen verprügeln. Lass uns ein Haus kaufen. Hier? Egal. Okay. Ich organisiere kurz was. Ich Jungs, ganz schnell, ich brauche eine Bude. Gib mir eine Bude und ein Schlafzimmer. Komm! Ja, ich kann deine einfach bedanken. Aber du bleib mal hier, du kannst gut machen. Hast du also ein Waffen Geisel? Ist hier? Jungs, ich brauche eine Bude! Und wir brauchen eine Geiselbude, was willst du? Die sind leider gerade alle belegt, die Hotelbetten. Was? Komm, ich habe eine Idee für dich. Ja. Guten Tag, Madame, wer hat den Affen? Das gibt's doch nicht, der Affe ist da! Ist doch gar nicht, wen hast du da wieder aufgegabelt, hä? Rutsch mal ein Stückchen, ich steig ein. Da ist kein Platz! Hallo! Geh schlafen! Er will schlafen. Ich geh jetzt schlafen. So, los, wir gehen Eis essen. Nein! Das Einzige, was mir bleibt, ist dieser Hund. Gell? Mein Hund. Hey! Ich lieb ihn. Hey, du hast den Hund getötet. Nein. Du hast den Hund kaputt gemacht. Ich hab ihn nur gestreichelt. Nein, der ist jetzt... Du, dein Herzinfarkt. Der ist am Liegen jetzt. Ich geh jetzt ins Bett. Hey, wer ist denn das da? Wer ist denn das da, der da steht? Wer ist denn das? Ah. Wer denn? Ah. Ich sehe hier niemanden leider. Der wollte mich abzocken, Affe. Der da. Wer bist du denn, Mann? Der wollte mir eine Waffe verkaufen für 1,2 Mio. Wer bist du? Ich weiß voll nicht so, worüber ihr redet. Ich heiße Ronny. Wer bist du? Wieso sieht denn der schon wieder aus wie du, Mann? Ich muss jetzt. Ist das auch ein Kind oder was? Wo kommst du, Ronny? Bitte? Aus Hamburg. Ranchet, auf jeden Fall habe ich dieses Gebäude, was du siehst, mit meinen Partnern bauen lassen. Wir sind mit dem Projekt fertig geworden. Ja, dann gib mal den Schlüssel, wir brauchen ein Haus. Wir haben das. Kleine Sekunde, ich erzähle hier gerade meinem Freund etwas. Wir haben halt das. Halt mal den Rand da, Sekunde, kriegst du euch von mir, mein Freund, Sekunde. Also, hallo, ich bitte euch, sag mal. Bisschen Disziplin und Anstand hier am Würfelpark. Nimm dich, sonst kriegst du auch eine. Komm mal mit, Ranchet. Ja, wirklich. Mensch, das Gesindel am Würfelpark ist schön. Sag mal, wer denkst du, wer du denn bist? Gut, Junge, gut. Gut gemacht. Wunderbar, ich geh pennen. Ich fahr mit die Alte. Fahr mal schön. Schnell. Schnell Mama, fahren, Mama. Mama, was? Ich lass dich hier gleich raus, weil hier sind nur liebe Menschen. Und der Würfelpark ist ja auch direkt hier um die Ecke, ne? Aber du musst ehrlich aufpassen, dass du nicht mit solchen gemeinen Menschen unterwegs bist. Ich hab doch jetzt dich. Ja, du musst aufpassen. Wenn jemand gemein ist, ruft Killer Kitty und ich hau die alle für dich, okay? Natürlich. So, dann schlaf gut. Soll ich dir noch ein Schlaflied singen? Ja. Schlaf, Kindlein, schlaf. Die. Weiter weiß ich leider nicht. Mutti hütet Schaf. Wow. Das Vater hütet Bäumelein. Bäumelein. Fällt ihn ab, da Träumelein. Bäumelein. Weiter. Schlaf. Klein Schlaf. Gute Nacht. Hier noch ein guten Nachtkuss. Und bis morgen. Tschüss.